Moin. Ja, heute ging es für mich relativ spontan zum Weltkulturerbe Schloss Corvey in Höxter. Wollte eigentlich eine ganz normale Ausfahrt machen, November-Ausfahrt, aber ja, dann habe ich mich spontan umentschieden. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. So, erstmal das Schätzchen wieder wecken hier. Länger nicht mehr gefahren, aber das Schöne ist, das geht ja alles ziemlich zügig. Dann starten wir die Kleine mal hier. Sofort ohne Probleme. 1A. Ja, und das ist eigentlich genau der Grund, warum ich meine Harley das ganze Jahr angemeldet habe. Denn auch im November gibt es schöne Tage. 9 Grad, bisschen windig zwar, aber geht auf jeden Fall klar. Ja, heute vielleicht mal mit einer bisschen ungewohnten Sicht hier mit der Tasche. Aber ich habe keinen Bock, jedes Mal so einen Rucksack aufzuziehen. Beziehungsweise aufzusetzen. Ja, die Tasche ist von Die Meat, wenn man das so sagen kann. Keine Ahnung, wie das heißt. Vielleicht mache ich da auch mal ein Video drüber. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Naja, ich habe die heute auf jeden Fall nicht so ordentlich hier festgemacht, aber das musste jetzt ein bisschen zügiger gehen. Hält trotzdem, sieht natürlich jetzt nicht so schick aus. Bei langen Touren, ich weiß nicht, ob ihr das Video gesehen habt von mir, in Richtung Sauerland, da war es auf jeden Fall ordentlich und schick befestigt. Also ich hoffe, ich trigger da jetzt keinen mit. Sehr schön. Machen wir auch noch mal ein Video. Grüße gehen raus an dieser Stelle an Brabkala. Ich hoffe, das ist jetzt richtig ausgesprochen. Mega cooler Typ. Ich verlinke ihn auf jeden Fall mal unten in der Videobeschreibung. Macht auch schicke Videos, Fotobag-Videos. Und sehr, sehr nice. Mal abwarten. Letztes Mal habe ich es komplett verkackt. Da kam gar nichts an. Da habe ich leider diesen beschissenen Zwischenstecker hier nicht dran gepackt. Und ja, das war's dann mit der Aufnahme. Naja, lernen wir draus, weiter geht's. Ich habe mich gerade noch mal spontan umentschieden, und zwar wir fahren jetzt noch mal kurz einmal zum UNESCO Weltkulturerbe hier in Höxter, und zwar das Schloss Corvey.